Heute geht es um Besenreiser. Besenreiser sind eigentlich eher ein kosmetisches Problem, zumindest am Anfang. Aber sie können natürlich in Krampfadern sich erweitern und werden dann vielleicht doch ein richtig medizinisches. Aber so weit lassen wir es nicht kommen. Hallo Ladies, es geht um die Besenreiser. Und die Besenreiser sind ja zu Beginn zumindest eigentlich eher ein kosmetisches Problem. Wir wollen schöne Beine haben und wir wollen auch mal ein bisschen vielleicht einen kürzeren Rock anziehen. Natürlich gehen wir baden und. Und da möchte man einfach nicht so geplatzte Äderchen drauf haben. Besenreiser nennt man auch Varizien und es sind einfach an die Oberfläche gekommene mini kleine Venen. Soll ich Ihnen zuerst erzählen, was nicht funktioniert? Oder was funktioniert? Ich fange mal mit dem an, was ich suboptimal finde. Ich habe mir vor einer unendlich langen Zeit, also eigentlich in einem anderen Leben, habe ich mir im Gesicht mit diese Besenreißerchen so kleine geplatzte Äderchen weglasern lassen. Und das war wunderbar, aber es hat nicht einmal ein Jahr gedauert und dann waren die alle wieder da. Warum? Weil durch das Weglasern hat sich halt der Grund, warum die gekommen sind, nicht verändert. Und der Grund dazu ist entweder eine angeborene Bindegewebsschwäche, dass man einfach nicht so ein festes Bindegewebe hat, oder man hat sie erworben. Das heißt, durch einen nicht so ganz optimalen Lebenswandel vielleicht oder durch einige Angewohnheiten, die das begünstigen. Dazu komme ich gleich. Und es gibt noch eine zweite Methode, das nennt man Veröden. Und da wird dann in diese Äderchen da was reingespritzt. Und dann sollen die auch weggehen oder verblassen oder was auch immer. Diese beiden Methoden sind nur dann sinnvoll, wenn sie wirklich hinterher radikal alles verändern. Ich würde nicht dazu raten, weil sie einfach umsonst das Geld zum Fenster rausschmeißen. Es gibt natürlich jetzt eine ganze Menge, eine riesen Bandbreite, was man gegen diese Äderchen machen kann. Und dass es sich eben nicht zu dem wirklich medizinischen gravierenden Problemen wie Krampfadern oder so entwickeln. Das ist im Prinzip oft die Vorstufe dazu. Und ja, warum die entstehen gleich? Aber es gibt zum Beispiel ein Hausmittel, das super funktionieren soll unter einer Bedingung. Wenn Sie konsequent sind, Geduld haben und an einer Sache lang dranbleiben können. Apfelessig. Apfelessig ist so ein Produkt, das soll wirklich helfen, bis sie ganz verschwunden sind, wenn sie dreimal am Tag, jeden Tag, 4 Wochen lang ihre Besenreiser mit Apfelessig behandeln. Wer ist schon so konsequent und wer macht schon dreimal am Tag das Gleiche? Aber bitte, das soll funktionieren. Und dann gibt es natürlich eine ganze Bandbreite von anderen Möglichkeiten, die man anwenden kann, wobei bei allen mehr oder weniger Konsequenz schon nicht schlecht ist. Besenreiser hat man meistens an den Beinen in der kompletten Länge. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil das Blut muss zurückgepumpt werden. Und die Besenreiser entstehen in den Venen, nicht in den Arterien. Und diese Venenklappen, die müssen so dicht schließen und so gut schließen und so fit sein, dass sie praktisch das Blut zurück zum Herzen pumpen können. Und wenn diese Eigenheit oder wenn dieser tolle Mechanismus nicht so super funktioniert mehr und das Bindegewebe, wie vorhin erwähnt, einfach so ein bisschen lasch ist in der Zwischenzeit oder von sowieso, dann haben die einfach ein Problem, das ganze Blut wieder hochzuschaffen. Und dann weiten sich diese Äderchen aus, diese ganz feinen, die kommen an die Oberfläche und dann hat man Besenreiser. Das Dumme ist, dass die natürlich sich irgendwann zu Krampfadern verändern können. Und Krampfadern sind nicht nur unschön, sondern können, wenn sie wirklich ganz schlimm werden, sogar ein Thromboserisiko bedeuten. Also wenn man wirklich schlimme Krampfadern hat, muss man was dagegen tun. Also tut man lieber im Vorfeld was. Und im Vorfeld kann man all das, was ich Ihnen jetzt vorstellen werde, kann man auch anwenden, um es sozusagen vorzubeugen. Und diese Dinge funktionieren auch, wenn sie schon mal da sind. Venenschwäche ist natürlich eher ein Sommerthema.
Und ich nehme zum Beispiel im Sommer, ich nehme oft diese Rostkastaniencreme und da sind auch noch Weinblätter drin, das ist eine gute Kombination. Und es hilft fantastisch, wenn die Beine mal so ein bisschen müd sind oder durch die Wärme passiert es auch ab und zu. Und durch die jeweilige Tätigkeit, wenn man zum Beispiel lang rumsitzt, dann passiert es einfach, dass die Füße etwas anschwellen. Dafür ist so eine Creme ganz wunderbar. Aber ob sie wirklich Besenreißer repariert, das glaube ich eher weniger. Es ist was Vorbeugendes, es ist was Kühlendes, was Angenehmes. Zur Vorbeugung perfekt. Aber jetzt zu dem wirklichen Öl und das getestet ist. Es ist zum einen die Schafgarbe. Die Schafgarbe hat eine medizinische Studie hinter sich, die bewiesen hat, dass sie funktioniert. Und Schafgarbe hat einfach Eigenschaften, die dafür positiv sind. Sie hat blutstillende und anregende Wirkung und sie hat vor allen Dingen durchblutungsfördernde Wirkung. Und das ist genau das, was wir brauchen, dass diese Äderchen, die so an die Oberfläche gekommen sind und keine neue Blutzufuhr mehr haben, dass die einen Schub kriegen und praktisch sich wieder, dass die wieder abtransportiert werden können. Und das kann man super gut mischen, dann potenziert man diesen Effekt noch ein bisschen mit Zypresse. Zypresse hat ähnliche Eigenschaften, sie sind alle antiviral und sind so tolle Wirkstofföle, die man wirklich für Entzündungen und für alles Mögliche verwenden kann und die einfach das Blut in Schwung bringen. Wenn Sie es mischen wollen, dann mischen Sie 3 Tropfen von dieser Schafgarbe mit 3 Tropfen von der Zypresse und auf einen Esslöffel Trägeröl. Trägeröl ist fantastisch, wenn man dazu Mandelöl nimmt zum Beispiel. Es zieht schnell in die Haut ein und Mandelöl verträgt eigentlich fast jeder. Sie brauchen ein Trägeröl, wie man das nennt, und bitte nicht pur auftragen. Ich habe das einmal gemacht mit einer anderen Ölmischung und habe die pur aufgetragen und dann, ich wollte einfach ein erhöhtes Muttermal wollte ich entfernen. Ja, es hat funktioniert, aber jetzt ist die Haut ziemlich irritiert außenrum. Ich habe es zu oft und zu pur verwendet. Machen Sie das nicht. Nicht, dass Sie sich die Haut schädigen. Es wäre ja schade. Ich habe das natürlich vorher vom Arzt angucken lassen und das war alles harmlos. Ich wollte es einfach nur weghaben und habe das mit diesen Ölen probiert. Was natürlich ganz wichtig ist und was ich wieder erwähnen möchte, wenn Sie sowas ausprobieren, machen Sie einen Test an irgendeiner Stelle am Körper, wo Sie nicht so super empfindlich sind und testen Sie, ob Sie das vertragen, ob Sie das Öl vertragen, ob Sie die Mischung vertragen. Ganz, ganz wichtig. Nicht, dass Sie sich irgendwas holen sozusagen noch zusätzlich. Wenn Sie jetzt diese 3 Tropfen nehmen, und 3 Tropfen, dann können Sie das natürlich auch hochrechnen und 6 Tropfen und 2 Esslöffel nehmen, ganz klar. Aber wie Sie wollen, Sie können eine größere Mischung machen, wenn Sie wirklich regelmäßig dabei bleiben wollen oder einfach jedes Mal neu sozusagen oder nach ein paar Mal wieder neu machen. Bearbeiten Sie jetzt mit diesen Ölen ruhig einen etwas größeren Bereich und massieren den so ganz sanft ein, damit praktisch die ganze Region ein bisschen was abkriegt von den guten Ölen. Das ist ja der Effekt, dass man praktisch ein bisschen vorbeugend gleich mitarbeitet für die umgebenden Regionen. Denen wird es nicht anders gehen, weil nämlich es ist wahrscheinlich das ganz genau Gleiche, wenn Sie nichts tun, was das stoppt sozusagen, dann kommt es genauso wieder wie beim Veröden oder wie beim Lasern. Sie müssen dann schon irgendwelche Maßnahmen ergreifen, damit es eben nicht wieder auftaucht. Was man natürlich jetzt nicht unterschätzen darf, ist sozusagen die Ausprägung dieser Besenreißer. Wenn Sie sowas haben, dann ist natürlich der Effekt viel, viel schneller zu sehen, als wenn Sie sowas haben, weil dann dauert es bestimmt eine ganze Weile, bis Sie praktisch mal in Fluss kommen und bis sich da was tut. Also ich denke, da ist mehr Geduld gefordert, als wenn es ganz am Anfang steht. Man könnte natürlich jetzt auch andere Trägeröle nehmen. Es gibt mehrere Öle, die Sie dazu verwenden könnten. Wenn Sie jetzt kein Mandelöl da haben oder wenn Ihnen das gar nicht taugt, dann könnten Sie Jojobaöl nehmen oder Sie könnten ein Kernöl nehmen oder Sie könnten Kokosöl nehmen,
was sie wollen und was ihnen dafür geeignet erscheint, vom Geruch und von dem, was sie zu Hause haben. Ein Wirkstofföl, das auch noch ganz intensiv hilft, ist das Lemongrass. Sie müssen auch nicht immer jedes Mal mischen, dass Sie immer zwei Öle nehmen. Sie können das ganz nach Wunsch machen und ausprobieren. Lemongrass zum Beispiel ist auch mischbar mit verschiedenen Basisölen. Und Sie könnten, wenn Sie wollen, auch drei Öle mischen. Einfach nicht überdosieren, dann die Tropfen eben reduzieren, dass Sie nicht zu viel Wirkstofföl kriegen auf einen Esslöffel von dem Basisöl. Und probieren dann damit. Wichtig ist, dass Sie wirklich die ganze Region ein bisschen mitbearbeiten. Ich komme noch gleich drauf, dass es natürlich noch andere Maßnahmen gibt, die absolut wichtig sind, um sozusagen vorbeugend zu arbeiten, dass es nicht wieder entsteht. Aber das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, dass Sie den Bereich nicht nur ganz lokal, so wirklich nur den Bereich, sondern wirklich etwas großflächiger. Zum anderen ist noch wichtig, vielleicht im Gesicht nicht gleich mit einer riesengroßen Stelle anfangen, sondern wenn Sie es im Gesicht verwenden wollen, dann wirklich mal irgendwo, wo man es nicht so sehr sieht, testen. Weil die Haut im Gesicht und das ganze Bindegewebe im Gesicht ist natürlich anders und viel empfindlicher als irgendwo am Körper. Noch ein paar weitere Öle. Kann ja sein, dass Sie eines von den Ölen zu Hause haben. Möchte ich Ihnen sagen, und zwar Lavendelöl funktioniert dafür. Pinienöl ist sehr gut und ist auch in Studien bewiesen. Schafgarbe habe ich erwähnt, Rosmarin und Zypresse habe ich auch erwähnt. Also Sie können da wirklich gut mischen. Das sind alles Öle, die so durchblutungsfördernd wirken. Und die kann man alle dazu verwenden. Es gibt natürlich jetzt noch einige Maßnahmen, die Sie dazu machen sollten. Und zwar nicht nur den größeren Bereich einmassieren mit den Ölen, dass sich keine neuen so schnell wieder bilden können, sondern vielleicht auch kalt duschen. Kalt duschen ist zum Beispiel, ist für manche nicht so lustig, aber wenigstens die Beine. Die Beine einfach immer mal wieder abduschen, unten anfangen und hoch. Das praktisch zieht dieses ganze Gewebe zusammen und gibt so einen Pumpeffekt, wenn es dann hinterher wieder sich erwärmt oder gleich mit Wechselduschen anfangen, dass Sie einfach diese Stabilität oder diese Elastizität wieder kriegen. Sonst kommen die alle wieder. Und natürlich gibt es noch einen ganz wichtigen Faktor, das ist Rauchen. Rauchen und Alkohol sind tödlich bei sowas, weil diese beiden Laster sozusagen, die ziehen die Adern zusammen und machen sie enger. Und das ist genau das, was wir nicht wollen, sondern es soll ja hochkommen und abtransportiert werden, damit es verblasst und weggeht. Was natürlich die optimalste Vorsorge ist, ist Laufen, einfach gehen, zügig spazieren gehen. Durch diesen Pumpeffekt in den Beinen kriegen Sie einfach eine Festigkeit ins Gewebe und Sie haben wesentlich weniger diese Probleme mit Krampfadern und mit Besenreißern. Das kommt einfach oft auch von sitzender oder von viel stehender Tätigkeit, einfach sehr statisch. Es ist natürlich möglich, dass Sie veranlagt dazu sind, aber im Normalfall hilft einfach Bewegung trotzdem. Wenn man alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen einfach nicht tut und nur aktuell arbeitet, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass einfach 2 Zentimeter nebendran wieder irgendwas auftaucht. Das ist ganz genau das Gleiche beim Veröden oder wenn Sie sich die rausoperieren lassen. Es ist ganz normal, dass die Venen sich neue Bahnen suchen und nebendran einfach die nächste sich ausprägt und wieder etwa entweder ein Besenreißer oder eine Krampfader wird. Möglicherweise taugt auch dieses Teil, das ich in meinem letzten Video empfohlen habe, dieses Holzrollenmassagegerät für die Beine. Es ist ja auch eine Durchblutung und das ist genau das, was wir brauchen, damit alles wieder irgendwo reguliert werden kann. Ich habe einen Happy Aging Club und in dem bekommen Sie jeden Monat 10 verschiedene Videos, die genauso in diese Thematik reinspielen, die ein Happy Aging oder ein Health Aging bringen, also ein gesundes Altwerden. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Sie das haben möchten, dann testen Sie das einfach.
Unten in der Infobox, gleich unten drunter, ist der Link dazu. Sie können das Ganze 14 Tage testen und gucken, ob Ihnen das in irgendeiner Form eine Hilfe oder Unterstützung ist. Und natürlich hier in der Kleinform ist mein Buch. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und wünsche Ihnen das Beste für schöne Sommerbeine. Tschüss.